Universität Rostock. Mitten im Herzen der Innenstadt Rostocks, in der Krippeniner Straße 29, findet ihr das Akademische Auslandsamt. Und damit herzlich willkommen im Akademischen Auslandsamt oder auch International Office genannt. Mein Name ist Sabine Brüser und ich bin für das europäische Mobilitätsprogramm Erasmus zuständig. Wir beraten euch hier zu allen Möglichkeiten, ein Studium und/oder ein Praktikum im Ausland zu verbringen. Ganz gleich, ob es sich dabei um Informationen zu Programmen oder Partnerschaften der Universität Rostock handelt oder auch um zum Beispiel Programme des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Auch zu Finanzierungsmöglichkeiten bekommt ihr hier bei uns Tipps. Im Jahr 2009-2010 waren fast 200 Studenten über Programme der Universität Rostock mobil. Zu den Lieblingsländern gehören Frankreich, Schweden und Großbritannien, was aber auch an der Anzahl der Partnerschaftsverträge liegt. Dabei darf man natürlich nicht unsere Exoten vergessen, wie zum Beispiel die Türkei, Island oder auch Rumänien, ganz zu schweige von den überseeischen Gebieten, zum Beispiel bestimmte karibische Inseln im Rahmen des Erasmus-Programms. Länder wie Japan, Russland, Südafrika, Mittel- und Südamerika und natürlich USA und Kanada haben wir auch im Programm. Wir bearbeiten unterschiedliche Programme, die für fast jeden Wunsch etwas bereithalten. Unsere Universitätspartnerschaften decken weltweit vieles ab und ergänzen somit das Erasmus-Programm, das sich auf Europa beschränkt. Abhängig vom Fachbereich und wohin es gehen soll und auch die sprachlichen Voraussetzungen gibt es unterschiedliche Bewerbungsmodalitäten. Die Vorlaufzeit sollte jedoch immer ungefähr ein Jahr betragen, was das Studium anbelangt. Ein Praktikum unter Erasmus kann auch mal etwas kurzfristiger organisiert werden. Programme in Europa, allen voran Erasmus, sind jedoch etwas unkomplizierter und garantieren einen finanziellen Mobilitätszuschuss. Ganz gleich, wofür man sich entscheidet, ist es immer neu und aufregend, sich durch den Bewerbungsprozess zu arbeiten. Und auch wenn es hier und da mal zu kleinen Schwierigkeiten kommt, sollte man sich davon nicht entmutigen lassen und sich der Herausforderung stellen. Bis jetzt ließ sich jede Hürde immer nehmen und das macht auch natürlich den Erfahrungszuwachs aus. Studenten aus den Bereichen der BWL, Medizin und den Sprachen sind für gewöhnlich am mobilsten. Dennoch wollen wir natürlich auch die Studenten aus den Fachbereichen mit einem Mobilitätsdefizit erreichen. Nutzt also die Möglichkeit, ergreift die Chance und verbringt ein oder zwei Semester im Ausland. Lasst euch von uns beraten und auch die letzten Zweifel ausräumen. Die Erfahrungen, die ihr sammelt, werden euch ein Leben lang begleiten.